Hallo, mich nennt man das Kitzinger Kedderle. Da Sie durch die Corona-Krise nicht mit mir zusammen durch die Weinhandelsstadt Kitzingen spazieren können, möchte ich mich getreu dem Motto Safe Life, Stay at Home auf diesem Weg bei Ihnen vorstellen und meine Geschichte erzählen. Wann ich geboren bin, das habe ich leider vergessen, naja, man wird halt auch irgendwann einmal älter. Ich wurde aber schon als sehr junges Mädchen von meinen adeligen Eltern ins Kloster zu Kitzingen geschickt. Für mich war das eine große Chance. Viele andere Mädchen beneideten mich dafür. Ich lernte lesen, schreiben, heilen und entwickelte eine ganz besondere Beziehung zu meinem Glauben. Als ich schon etwas älter war, durfte ich auch bei der Heiligen Messe vom Messwein kosten. Fortan schlich ich mich nachts in den Klosterkeller und genehmigte mir einen Schluck vom Wein, der da unten lag. Als ich jedoch eines Nachts wieder hinabstieg, mein Kelch in der Hand, folgte mir eine junge Nonne. Ich bemerkte sie nicht. Sie verpfiff mich aber gleich bei der Äbtissin des Klosters. So eine Petze. Und schon am nächsten Morgen warfen sie mich aus dem Kitzinger Kloster hinaus. Und das nur, weil ich hin und wieder mal von Gottes guten Lebenssaft kostete? Ihr könnt euch ja vorstellen, wie sauer ich war. Aber ich habe mich gerecht. Ich beauftragte einen Bildhauer, mich am Kloster gegenüberliegenden Rathaus zu verewigen. Ich habe ihm allerdings auch gesagt, er sollte unbedingt meinen Hintern dem Kloster zurichten. Er gab mir noch meinen ach so geliebten Kelch in die Hand und ließ mich frech hinüberlächeln. Ihr hättet das Gesicht der Äbtissin sehen sollen, als sie meine Figur am Rathaus sah. Hochrot vor Zorn ist sie geworden. Seitdem spaziere ich schadenfroh in Kitzingen umher und genieße meinen geliebten Frankenwein. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp von mir. Machen Sie sich die Zeit so schön wie möglich. Und wie geht das besser als mit einem guten Tropfen Wein? Denn schon im Mittelalter tranken die Menschen Wein, um den Hunger zu verschleiern und die Stimmung aufzuhellen. Und weil viele Winzer hier in Franken ihren Wein nun auch liefern, ist es ganz einfach, zu Hause zu bleiben und trotzdem einen guten Wein zu genießen. Und denken Sie daran, schon im Mittelalter sagte Tatius, die Germanen ertragen Kälte und Hunger, nur nicht den Durst nach Wein. Sehr zum Wohl, Ihr Kitzinger Kedderle.